Der Ökonom Thomas Mayer, welcher der österreichischen Schule angehört, war bei Mission Money zu Gast und hat dort seine Meinung zur aktuell erhöhten Inflation und zur Zukunft der Eurozone kundgetan. Seine Erklärungen sind voll von historischen Anekdoten und Ausschweifungen. Aber versucht, ihm einmal zu folgen, wenn er die Frage beantwortet, droht uns eine Hyperinflation? Vor diesem Hintergrund, wie groß ist denn da eigentlich die Gefahr von der Hyperinflation in Europa? Da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Wir müssen ja darüber im Auge behalten, wie man das definiert. Also da gibt es jetzt die unter Ökonomen, glaube ich, akzeptierte Definition von Philipp Kagan, der in den 50er Jahren einen Artikel darüber gemacht hat. Und Hyperinflation ist, wenn Sie eine Inflationsrate von 50% im Monat haben, also Monat über Monat. Und wenn man das in der Geschichte sich anschaut, dann sind solche Hyperinflationen dann möglich, wenn Sie eine gescheiterte Regierung nach einem verlorenen Krieg haben. Denn dann sind alle Begrenzungen weg. Ne? Das hatten wir nach dem Ersten Weltkrieg vor allem. Das fing an in Ungarn, Österreich, dann kam es zu uns, ne, weil in der Weimarer Republik. Und da waren sozusagen alle Begrenzungen weg. Da hat man das Geld unendlich produziert. Wir haben am Schluss damit, als die Währungsumstellung war 1924, hat man umgestellt 4,2 Billionen Reichsmark, 4.200 Milliarden Reichsmark gleich eine Rentenmark. 1948 kommt in den Sinn, da hatten wir zwar keine Hyperinflation, aber unterdrückte Inflation und die Dinge waren rationiert. Ein riesiger Geldüberhang aus den Kriegsschulden webt über der Wirtschaft. So schlimm kommt es eigentlich in Friedenszeiten nicht. Also ich glaube, das können wir, darüber müssen wir uns nicht sorgen, aber galoppierende Inflation, das haben wir schon und das Pferd wird nicht so schnell aufhören zu galoppieren, denke ich. So, habt ihr aufgepasst. Was ist der eigentliche Grund für eine Hyperinflation? Bei Mayer ist dafür nämlich nur ein einziges Wort entscheidend. Mit einem riesigen Geldüberhang aus den Kriegsschulden. Der sogenannte Geldüberhang ist hier das Stichwort. Also der Teil der Geldmenge, der stärker ausgeweitet wurde, als die Wirtschaft gewachsen ist. Die Annahme, dass eine zu stark steigende Geldmenge zu hoher Inflation führe, leitet sich aus der Quantitätstheorie ab, die wie folgt aussieht. Ihren Kern bildet die Quantitätsgleichung m mal v gleich p mal y. Geldmenge mal Geldumlaufgeschwindigkeit gleich Preisniveau mal reales Bruttoinlandsprodukt. Die Grundannahme dabei lautet, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit v langfristig konstant ist. Das bedeutet, das Preisniveau bestimmt sich langfristig alleine aus der Geldmenge und der realen Wirtschaftsleistung. Wenn in einem Krieg also die Wirtschaftsleistung stark einbricht und sich die Geldmenge aufgrund der hohen Kriegsausgaben gleichzeitig erhöht, dann führt das spätestens nach dem Krieg, wenn die Preiskontrollen wieder aufgehoben werden, automatisch zu Inflation, da sich die Geldumlaufgeschwindigkeit dann wieder normalisiert. So jedenfalls die Annahme. Denn hier beginnen die Probleme bereits. Es gibt nämlich keinen Mechanismus, der die Geldumlaufgeschwindigkeit dazu zwingen würde, sich wieder zu normalisieren. Es kommt nach einem Krieg aber tatsächlich häufig zu erhöhter Inflation. Das hat jedoch etwas andere Gründe als die von der Quantitätstheorie behaupteten. So waren beispielsweise im letzten Jahrhundert während der beiden Weltkriege in den meisten Industrieländern Löhne und Preise fixiert und durften sich nur vom Staat vorgegeben erhöhen. Es fand also gar keine Preisbildung am Markt statt. Die Preise wurden vom Staat gesetzt. Durch die Umstellung auf eine Kriegswirtschaft und den enormen Verlust an Ressourcen in diesen beiden Kriegen brach die Wirtschaftsleistung und damit die reale Gütermenge ein. Gleichzeitig wurde durch die hohen Militärausgaben zusätzlicher Konsum angeregt. Die Unternehmen hatten höhere Einnahmen und konnten mehr Mitarbeiter einstellen. Doch während des Krieges konnte sich das nicht inflationär auswirken, da die Preise, wie gesagt, vom Staat gesetzt wurden. Aber mit dem Ende der Preiskontrollen traf nun die Nachfrage an Konsumgütern auf ein kleineres Angebot. Und das führte erstmal zu Preissteigerungen.
Das klingt jetzt eigentlich so ähnlich wie die Erklärung von Thomas Mayer, aber diese Nachfrage hat nichts mit der Geldmenge zu tun und das ist der entscheidende Punkt. Die Nachfrage der Konsumenten ist allerdings fast alleine von ihren Löhnen abhängig. Vor allem da ein großer Teil der Bevölkerung das, was er als Lohn erhält, auch sofort wieder verkonsumiert. Wenn die Löhne nach einem Krieg also nicht beginnen zu steigen, dann kommt es zu einem einmaligen Preisschock, weil sich die Preise wieder an die neue Situation anpassen müssen und dann ist die Inflation vorbei. Das notwendige Element, was zu einer weiteren Beschleunigung der Inflation vorhanden sein muss, sind also steigende Löhne. Wenn die Löhne nicht steigen, dann ist die Nachfrage auch nicht da, um die Inflation weiter zu nähren. Ohne Lohnanstiege keine Inflation. Das gilt natürlich nicht nur nach dem Ende von großen Kriegen, sondern es ist ein allgemeiner Zusammenhang. Wenn die Löhne nicht schneller als die Produktivität steigen, dann kann es langfristig keine Inflation geben. Das lässt sich durch den Zusammenhang zwischen Inflation und Lohnstückkosten beschreiben. Die Inflation ist langfristig immer gleich dem Zuwachs der Lohnstückkosten. Das ist ein sehr enger und über sehr lange Zeiträume beobachteter Zusammenhang. Und was ist nun mit Mayers Erklärung des Geldüberhanges? Nun, die Geldmenge kann während eines Krieges so stark gestiegen sein, wie sie will. Es gibt keinen Mechanismus, der von einer steigenden Geldmenge automatisch zu steigenden Löhnen führen würde. Und es gibt auch keinen Mechanismus, der die Geldumlaufgeschwindigkeit langfristig konstant halten würde. Wenn die Geldmenge stärker steigt als die Wirtschaftsleistung, dann sinkt die Geldumlaufgeschwindigkeit, da das eine reine Ausgleichsgröße ist, die keine Bedeutung hat, sondern die einfach nur dafür sorgt, dass die Quantitätsgleichung immer stimmt, die sich aber nicht zur Erklärung von Inflation eignet, da sie langfristig eben nicht stabil ist. MMT mit Jan und ich haben dazu vor kurzem ein Video gemacht, wo wir das etwas genauer erklärt und am Beispiel der Eurozone an den Geldmengen M3 und M0 überprüft haben. Das Fazit war ziemlich eindeutig. Keine Steigerung der beiden Geldmengen kann eine Steigerung des Preisniveaus vernünftig erklären. Und der Einbruch des BIPs müsste laut dieser Theorie ja zu einem Anstieg der Inflation führen, was in der Realität nicht der Fall ist, da in einer Rezession das BIP schrumpft und das eher deflationär und nicht inflationär wirkt. Diese Theorie ist also von vorne bis hinten falsch, wie wir in diesem Video auch gezeigt haben. Sind wir natürlich, ist der Karren ganz schön im Dreck. Eigentlich müssten wir, die Industrie streckt so ein bisschen die Flügel wegen der Energiepreise. Andererseits müsste die Notenbank jetzt voll auf die Bremse gehen. Das ist ja quasi genau dieses entgegengesetzte Verhalten. Das kann ja eigentlich nicht gut gehen, oder? Es ist verdammt schwer. Die Situation ist verdammt schwer. In den USA hatten wir dann Anfang der 80er Jahre eigentlich so ein, wie sagt man da, so ein Boxkampf zwischen der Fed und der Regierung. Die Fed machte eine Vollbremsung, also Zinsen hoch, und die Reagan-Regierung damals senkte die Steuern, deregulierte, schränkte die Ausgaben nicht entsprechend ein, sodass die Defizite stiegen. Ergebnis waren dann gewaltige Zinsanstiege. Wir hatten ja nicht nur 20% Fed Funds Rate, wir hatten auch 16% 10-jährige Treasuries, Yield, sag mal Rendite. Ne? Das ist schon gewaltig. Das können wir uns gar nicht mehr leisten. Also ich meine, wenn Sie damals, als die Fed Funds bei 20 waren und die Treasury-Rendite bei 16, war die US-Staatsschuldenquote 30% des BIP. Nicht? Heute sind wir ungefähr 100 Prozentpunkte weiter. In Italien haben wir 150. Also das kriegen die nochmal hin. Und deshalb glaube ich, dass dieser Inflationssumpf sich lange hinzieht. Ich spreche immer so von der Liraisierung des Euros. Das ist nicht polemisch gemeint, sondern das versucht, dieses Phänomen zu beschreiben, was die Italiener in den 70er Jahren und den 80er Jahren eigentlich bis zum Eintritt in den Euro erlebten. Das war eine ganz bröselige Währung, die sich damals gegenüber der D-Mark, auch dem Dollar, also den Hartwährungen, die ging immer runter, 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 runter. Und die Inflation war hoch. Wenn man sich das anschaut, dann hat die italienische Lira gegenüber der D-Mark um über 80% abgewertet von 1971, als das Bretton-Woods-System kaputt war. Vielen Dank.
und das Korsett fehlte, das die Banca d'Italia vor dem Zugriff der Politiker schützte. Also von mehr als 80% abgewertet von 200 Lire, weniger als 200 Lire die D-Mark, bis zu 1000, als sie in den Euro eintreten. Und während dieser Zeit war die Inflation so in dem Schnitt um die 9%. Ne? Alles sackt ab, die Währung wird wirklich weich. Die Banca d'Italia war unter der Kontrolle des Staates. Das heißt, sie musste Anleihen kaufen, die der Staat nicht zu einem ihnen genehmen Preis, das heißt zu niedriger Rendite, absetzen konnte. Und ich denke, da gehen wir rein. Wir sind jetzt praktisch in der Lira-Phase des Euros. Die EZB ist die Nachfolgerin der Banca d'Italia. Der Euro ist liraisiert. Klären wir erstmal die Frage, wieso die Inflation in Italien nach dem Ende des Bretton Woods-Systems so hoch war. Zwischen 1970 und 1991 betrug die Inflation dort nämlich tatsächlich rund 12% pro Jahr. Doch die Lohnstückkosten wuchsen jedes Jahr um 12-13%. Wenn wir das nun mit dem Punkt Deutschland P0 auf dieser Grafik hier abgleichen, dann wird auch ziemlich klar, wieso die italienische Lira abgewertet hat. In Deutschland betrug die Inflation nämlich pro Jahr nur ungefähr 4%. In einem Land, wo die Inflation ungefähr dreimal so hoch ist wie in einem anderen, ist es völlig klar, dass die Währung abwertet, weil dieses Land ja sonst an Wettbewerbsfähigkeit verlieren würde. Die Veränderung des Wechselkurses sollte immer die Inflationsdifferenzen zwischen verschiedenen Währungsräumen ausgleichen, damit es zu keinen Ungleichgewichten in den Leistungsbilanzen kommt. Das hatte ich in meinem Video zum Carry Trading schon einmal ausführlicher erklärt. Die Inflation in Italien war also so hoch und die Lira war so schwach, weil die Löhne dort so stark stiegen. Jetzt müssen wir uns also nur noch die Lohnentwicklung in der Eurozone angucken, dann können wir sehen, ob es sich hier auch um eine Liraisierung des Euro handelt. Und was soll man sagen, wenn man dem vorausschauenden Lohntracker der EZB Glauben schenken darf, dann sind die Löhne seit der Euro-Krise nur ungefähr 2% pro Jahr gestiegen und dürften dies auch in den nächsten 2 Jahren noch tun. Das heißt, es reicht nicht einmal für ein dauerhaftes Erreichen des 2%-Ziels. Das beschreibt auch die Situation, die wir seit der Euro-Krise sehen. Das EZB-Ziel von 2% Inflation pro Jahr wurde fast durchgängig unterschritten und uns drohte eher Deflation als zu hohe Inflation. Das Einzige, was sich daran in den letzten Jahren geändert hat, ist nicht die Lohnentwicklung, sondern die Tatsache, dass es Produktivitätsschocks gab. Zuerst die Pandemie und jetzt der Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die in deren Folge gestiegenen Rohstoffpreise werden sich langfristig, sollten sie nicht in ein paar Jahren wieder fallen, auch durch eine Verschlechterung der Terms of Trade in einer gesunkenen Arbeitsproduktivität widerspiegeln. Das heißt, wir haben es hier mit 2 einmaligen Preisschocks zu tun, die keine langfristige Erklärung für Inflation sein können. Die Geldmenge spielt bei der aktuell erhöhten Inflation also keine Rolle. Es gibt zumindest keine Hinweise, dass dem so sein könnte. Die Inflation wird wohl wieder zurückgehen, wenn die Lohnentwicklung nicht deutlich anzieht. Dann drehen wir es mal andersrum. Wie kriegen wir die Inflation in den Griff in Europa? Also, ja, kann ich jetzt den Zuhörern leider keine Hoffnung machen. Wir brauchen einen Neustart. Wir brauchen eigentlich einen Neustart. Damit meine ich jetzt nicht notwendigerweise eine Währungsreform wie nach den verlorenen Kriegen in Deutschland. Wir hatten ja Währungsreformen 1924 mit der Rentenmark, hat man schon gesprochen, 1948 Reichsmark zu D-Mark. Gewisserweise die gescheiterte DDR hatte auch ihre Währungsreform, Ostmark, hier in D-Mark rein. Wir brauchen einen Neustart. Das hat der Volcker damals hingelegt mit einer Fed Funds Rate von 20%. Da hat er das sogenannte Fiat-Kreditgeldsystem, das mit dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems überhaupt erst in die Welt kam. Also Geldschaffung durch Kreditgewährung, keine Bindung mehr an irgendetwas Materielles. Im Bretton Woods-System war der Dollar ans Gold gekoppelt und die anderen Währungen an den Dollar gekoppelt. Dann war das alles weg. Ich hatte ja in meiner Antwort auf Aktien mit Kopf letzte Woche schon am Beispiel von Großbritannien gezeigt, dass wir niemals ein anderes Geldsystem hatten. Geld wurde im Kapitalismus, egal ob wir den Goldstandard hatten oder nicht, schon immer durch Kreditvergabe erzeugt. Es gab in Großbritannien nie eine festgelegte Geldmenge. Und das wäre ja auch Wahnsinn gewesen, weil sonst die Zinsen hin und her geschwankt wären.
Eine Notenbank kontrolliert in unserem Geldsystem den Zins und nicht die Geldmenge. Das war schon immer so und es wird auch in Zukunft so bleiben. Und hier zu behaupten, das wäre unter Bretton Woods anders gewesen, ist einfach falsch. Der Dollar war damals zwar nominell ins Gold gebunden und die anderen Währungen an den Dollar, aber wenn die Dollarinhaber ihr Gold hätten haben wollen, dann wäre dieses System sofort zusammengebrochen. Und das ist ja am Ende auch passiert. Frankreich hat die Dollarreserven gegen Gold eintauschen wollen. Doch das wollten die USA nicht und damit haben sie die Golddeckung des Dollars aufgelöst, was dann schlussendlich auch zum Zerbrechen des Bretton Woods-Systems führte. Die ganzen Versuche von Golddeckungen, die wir in den letzten 200 Jahren in etlichen Ländern sahen, waren also allesamt Illusionen, die immer dann zerplatzten, wenn es hart auf hart kam. Jetzt brauchen wir eigentlich auch einen Neustart und ich habe halt immer rumspekuliert und habe darüber geredet, was könnte es sein. Also ich rede halt darüber, im Grunde genommen hätten die Verantwortlichen die Möglichkeit, diesen Neustart halt über Kryptowährungen hinzukriegen. Ja, man hat ja immer, jetzt sieht man die vermehrten Projekte der Digital Central Bank Currencies und da könnten sie eigentlich ein neues Regime einführen. Nicht mehr dieses falsche, irregeleitete Inflation Targeting, ja, wo die Zentralbank behauptet, sie könne die Inflation steuern, wie ich früher als Kind meine Märklin-Eisenbahn, ne, Trafo rauf fährt schneller, Trafo runter fährt langsam. Völlig idiotisch haben wir gesehen. Aber man könnte damit halt einen Strategiewechsel einbauen, weg von dieser Steuerungsillusion, von dieser Kontrollillusion, die jetzt drinsteckt, auf ein System, das sich halt wieder darum kümmert, dass die Geldmenge sinnvoll erweitert wird. Das haben sie bei Bitcoin sehr rigide im Algorithmus der Blockchain, der Bitcoin-Blockchain. Das haben sie bei Ethereum nicht so rigide, sondern über den Konsensus der Stakeholders, wie die Geldmenge aussehen wird. Ich glaube, wir müssen wieder wegkommen von dieser Idee, wir könnten diese Inflation über die Feinsteuerung der Wirtschaft auf einem bestimmten Niveau einfrieren und müssen wieder zurückgehen und sagen, was wir tun können, ist darauf zu schauen, dass die Versorgung der Wirtschaft mit Geld stimmt, dass nicht zu viel und nicht zu wenig drin kommt. Und dann müssen sich die Preise frei bilden. Das wäre eine Möglichkeit. Ich fürchte aber, dass die Einsicht in diese Möglichkeit noch nicht da ist. Die Einsicht oder besser gesagt die Torheit, die Geldmenge steuern zu wollen, gab es bei vielen westlichen Notenbanken schon einmal. Und zwar nach der monetaristischen Revolution in den 70ern. Die Bundesbank war hier sogar der Vorreiter. Sie legte ab 1975 ein Geldmengenziel fest, welches das Wachstum der Geldmenge M0, also der Zentralbankgeldmenge, beschränkte. Dieses Ziel wurde zwar festgelegt, hatte allerdings nie eine praktische Relevanz, da die Notenbank die Zinsen verrückt spielen lassen müsste, wenn sie solche Geldmengenziele wirklich einhalten wollte. Solch stark schwankende Zinsen wären die logische Folge eines sich mit einer festen Rate verändernden Geldangebots, da die Geldnachfrage stark schwankt. Und stark schwankende Zinsen töten jede Investitionstätigkeit, weshalb die Bundesbank so etwas auch nie ernsthaft versucht hat. Sie hat zwar dieses Ziel ausgewiesen, aber es nie ernsthaft angestrebt, da so etwas in unserem Geldsystem gar nicht möglich ist, ohne ein riesiges wirtschaftliches Chaos zu verursachen. Heute in der Eurozone spielt diese Geldmengenpolitik nicht einmal vorgeblich eine Rolle. Die EZB versucht, die Inflation nahe 2% zu fixieren und die allgemeine Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft zu unterstützen. Was auch immer das im Einzelnen heißen mag, dass die EZB dabei massivst versagt hat, hatte ich ja an anderer Stelle in vielen verschiedenen Videos hier schon gezeigt. Und hier hat Meyer tatsächlich recht. Die EZB kann die Inflationsrate gar nicht vernünftig steuern, da sie keinen direkten Einfluss auf die Löhne hat. Sie kann die Zinsen senken, um die Investitionstätigkeit anzuregen. Aber wenn das nicht passiert, so wie das in den letzten 10 Jahren der Fall war, weil die gesamtwirtschaftliche Nachfrage fehlt, dann kann die EZB nichts mehr machen. Dann verfehlt die Eurozone ihr Inflationsziel, ohne dass die EZB da eine große Handhabe hätte. Sie kann die Zinsen schließlich nicht beliebig weit unter Null senken. Gegen zu starke Lohnanstiege könnte die EZB allerdings, sollten sie denn irgendwann mal aufkommen, tatsächlich etwas unternehmen. Sie könnte einfach die Zinsen so weit in die Höhe schrauben, bis sie eine so hohe Arbeitslosigkeit produzierte, dass die Löhne wieder senken, beziehungsweise sich auf einer niedrigeren Steigerungsrate einpendelten.
Aber eine solche Entwicklung sahen wir in der gesamten Geschichte der Währungsunion nicht. Die Löhne sind meistens zu langsam gestiegen, weshalb die Inflation auch zu niedrig war. Entscheidend für die Inflationsrate ist nämlich die Lohnpolitik, die von den Regierungen der verschiedenen Länder gemacht wird. Die Produktivität steigt langfristig mit einer Rate von ungefähr 1% pro Jahr. Falls man also 2% Inflation will, müssen die Löhne rund 3% jedes Jahr steigen. Das würde die Inflationsrate langfristig stabilisieren, also abgesehen von temporären Preisschocks, wie wir sie gerade sehen, und Zinsanhebungen oder Zinssenkungen der EZB relativ überflüssig machen. Die EZB könnte die Zinsen einfach bei einem bestimmten Niveau fixieren und somit für Planungssicherheit und sichere Investitionsbedingungen sorgen. Zum Schluss aber noch immer etwas zum Lachen. Meyer ist nämlich einer ganz heißen Sache auf der Spur. Die EZB ist nämlich in Wahrheit pleite. Und jetzt der Pleitegeier beim Eurosystem. Technisch, denke ich, sind die pleite. Faktisch kann eine Zentralbank nicht pleite werden, ne? Denn die gibt ihr Geld aus. Und ja, und das ist auch die Reichsbank war 1923 nicht pleite. Nur war das Geld, das sie ausgegeben hat, absolut nichts mehr wert. Nichts mehr. Und man sieht die alten Bilder, wo die Geldscheine in der Gosse liegen. Ne? Und die Leute haben also damit aus Spaß ihre Wände tapeziert. Also mit anderen Worten, die Zentralbank kann nicht pleite gehen, aber sie kann ihr gesamtes Eigenkapital verlieren, dann ist sie technisch pleite. Und wenn ich habe mir das halt mal angeschaut. Die haben jetzt, wir reden jetzt über das Eurosystem, das ist also die 19 Zentralbank und EZB. Die haben Anleihen aufgekauft im Wert von etwa 5 Billionen, 5.000 Milliarden. Ne? Und das haben sie finanziert durch die Ausgabe dieses Zentralbankgeldes. Jetzt machen die durchaus eine Bilanz. Ne? Immer am 31.12. haben sie Bilanzstichtag. Und da müssten sie eigentlich diese Anleihen, die ja für geldpolitische Zwecke gekauft wurden, so steht es in der Bilanz, Monetary Policy Purposes, das ist nicht, wie der Betriebsrat sagen würde, for hold, das ist for sale, weil die müssen ja wieder verkauft werden, wenn sie die geldpolitische Situation verändern. Also müssten sie dann Mark to Market machen. Ja, jetzt haben wir den größten Bond-Crash gesehen seit Jahrzehnten. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es der größte Bond-Crash des Jahrhunderts. Das heißt, die Zentralbanken waren unterwegs wie ein Hedgefonds, der eine gigantische Position aufgebaut hat im Anleihemarkt, in der Erwartung, dass die Inflation nie wiederkommen wird. Und die Modelle sagten, das ist tot, die Inflation ist, die Zinsen nie wieder stark steigen würden, ist alles weg, ist alles schiefgegangen. So, jetzt kann man natürlich überlegen, wie viel könnte da passieren. Und ich habe halt mal da angenommen, dass die Laufzeit, die da drauf haben, ungefähr 8 Jahre ist. Vielleicht ist es etwas kürzer, kann sein. Und dann kommt die Duration, ist ein bisschen weniger als die Laufzeit, aber nehmen wir mal 8. Ne? Dann haben Sie für jede Zinserhöhung von 1 Prozentpunkt, sackt Ihnen der Bondpreis dann bei einer Duration von 8% ab. Ne? Und das sind dann diese 400 Milliarden, die für jeden Zinspunkt verlieren. Ja? Bei 2 Punkten sind 800 weg, aber Ihre Reserven und Ihr Eigenkapital ist weniger als 700. Inzwischen sind die Zinsen wahrscheinlich eher um 3 Prozentpunkte gestiegen. Vielleicht ist die Duration geringer, dann ist für jeden Prozentpunkt etwas weniger da. Aber ich würde mal sagen, Pi mal Daumen sind die eigentlich technisch pleite. Ich warte drauf. Ganz genau genommen ist diese Erklärung falsch, und zwar aus 2 Gründen. Erstmal braucht die EZB ja gar keine Anleihen zu verkaufen. Das bedeutet, sie braucht Verluste auch nicht zu bilanzieren, da das reine Kursverluste sind. Am Ende der Laufzeit einer Anleihe hat diese Anleihe, wenn sie zurückgezahlt wird, und das kann die EZB bei Staatsanleihen sicherstellen, immer ihren Nominalwert, den sie vorher auch hatte. Je länger die Laufzeit einer Anleihe, desto stärker schwankt ihr Kurs bei Zinsänderungen. Aber jede Anleihe ist ja zeitlich befristet und kommt irgendwann an das Ende ihrer Laufzeit. Und dann wird der nominale Betrag zurückgezahlt. Und auf jede Anleihe fallen jedes Jahr konstante Zinsen an. Das bedeutet, wenn die EZB diese Anleihe nicht verkauft, dann braucht sie diese Verluste niemals zu bilanzieren. Und zweitens determiniert die EZB die Preise der Anleihen durch ihre Anleihekäufe und durch das Setzen von Zinsen.
Wir hatten ja vorhin schon erklärt, dass die EZB die Zinsen eigentlich wieder auf Null senken sollte und sie auch dort lassen sollte, da die Inflation eh bald wieder zurückgeht. Wenn die Preise für italienische Anleihen beispielsweise zu stark fallen sollten, dann könnte die EZB diese Preise sofort stabilisieren oder sogar steigern, indem sie zusätzliche Anleihen kaufte. Und genau das sollte sie auch machen. Die Zinsen für Anleihen verschiedener Länder und gleicher Laufzeit sollten in der gesamten Eurozone dieselben sein, damit für alle Unternehmen überall in der EWU die gleichen Investitionsbedingungen gelten. Wenn italienische Unternehmen nämlich höhere Zinsen zahlen müssen als deutsche, obwohl ihre eigene Geschäftssituation eigentlich die gleiche ist, aber der italienische Staat, für den sie überhaupt nichts können, höhere Zinsen zahlen muss, dann verzerrt das die Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Eurozone. Und verzerrte Wettbewerbsbedingungen innerhalb eines Binnenmarktes, in dem diese Bedingungen möglichst gleich sein sollten, sind das Schlechteste, was man für den Zusammenhalt dieses Binnenmarktes als Zentralbank überhaupt tun könnte. Aber auf diese Problematik war ich ja schon mal in einem ganz eigenen Video eingegangen. Die Eurozone hat allgemein nicht solch gleiche Wettbewerbsbedingungen, wie man sich es wünschen würde, da bestimmte Länder ihre Löhne zu langsam haben steigen lassen. Wie zum Beispiel Deutschland. Das führte dann dazu, dass sich die Wettbewerbsposition deutscher Unternehmen immer weiter verbesserte im Vergleich zu ihren Konkurrenten in Spanien, Frankreich und Italien und Deutschland somit Exportüberschüsse und somit auch Leistungsbilanzüberschüsse erzielen konnte, die hierzulande Wachstum ermöglichen. Aber all das hatte ich in der Vergangenheit an unterschiedlichen Stellen ja auch schon lang und breit erklärt. Eine Lösung dieses Problems wäre die Rückkehr zu nationalen Währungen. Wenn jeder Staat nämlich seine eigene Währung hätte, die entsprechend der Veränderung der Lohnstückkosten bzw. der Inflation, was sich langfristig nichts nehmen würde, sich verändern würde, dann würden wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden. Aber bei diesem Lösungsvorschlag gibt es ein Problem, das Meyer hier ziemlich gut zusammengefasst hat. Und um dieses Video etwas versöhnlicher zu beenden, möchte ich euch Meyers Plädoyer für ein vereintes Europa hier zum Schluss noch einmal zeigen. Also die Rückkehr zur nationalen Währung, das sorgt mich, nicht weil ich ein Euro-Fan bin. Ich glaube, das haben jetzt die Zuhörer inzwischen verstanden. Nein, weil ich den Collateral Damage heißt das ja heutzutage, also die Nebenwirkungen eines Kollapses der Euro auf die Europäische Union fürchte. Also ich finde, die Europäische Union war eine geniale Antwort auf die Kalamitäten von Jahrhunderten von Kriegen in Europa. Die haben sich also, die sind kulminiert im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Und dann hat man die Europäische Union als Befriedung Europas in gebildet. Und es ist genial. Was Besseres konnte unserer Generation gar nicht passieren. Und das müssen wir schützen.